Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Life is Strange. So, was haben wir da alles? Anschlagblatt. Ja, schauen wir mal. Wir sind gerade im Wohnheim. Sind wir gerade im Wohnheim? Blackwell Academy. Welcome to Black Hill. Willkommen in Blackwell Academy. Girls Dormitory. Taylor, Juliet, Kate, Max Caulfield. Das sind wir. Wo ist der Eingang eigentlich? Ja, da irgendwo hinten sind wir. Was haben wir da? Blackwell isn't that big, but Blackwell ist nicht sonderlich sure groß, aber like gebaut wie ein Labyrinth. Ja. Das ist das, was mich jetzt schon nervt, Leute. Taylor ist das ein Vortex Club oder der Eintritt in den Victoria Fan Club? Erbärmlich. Truly pathetic. Schauen wir uns mal alles an. Tafel, was sind das? Room 217. Zimmer 217. No nie im Leben setze ich da einen Fuß rein. Here. Murder. Aha, no boys allowed. As if. Als ob. Na super. Tafel. I'd love to make a photo. Ich würde gerne eine Collage aus all denen machen, die das gepostet haben. Okay. Ja. Da ist dieser Raum, Vermisstenposter, brauche ich jetzt nicht. Toilettenpapier. Looks like nobody won. Den Krieg hat wohl keiner war. Gewonnen. Es ist nur Geister zurückgeblieben. Es ist nur was? Looks like nobody hat won keiner gewonnen. TV es sind war. Nur Geister There's zurückgeblieben. Okay. Feueralarm. Wenigstens der Alarm ist aus diesem Jahrhundert. Okay. Be alert on campus. Ja, das ist doch normalerweise klar, Leute. Was haben wir da? Showers open. Duschen sind geöffnet. Okay, dann schauen wir mal weiter, liebe Leute. Schauen wir mal weiter. Tafel, was haben wir hier? Okay, this is okay das ist einfach gemein und dumm. Zeichnen. Will Bank for Jesus. Jetzt schreibe ich was drauf. Frieden. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Ansehen. Das universelle Symbol für bitte lasst mich in Ruhe, ihr Idioten. Das ist wie die molekulare Struktur unseres Wohnheims. Oh, diese Tat wird Konsequenzen haben. Ansehen. Oh, Victoria. Mein Mitleid, Victoria. Fucking break. Be the change you wish to see, Gandhi. Was? Candy oder was? Max Zimmer, ja. How sad. Wie traurig, ich habe nichts geschrieben, ich habe nichts zu sagen. I have nothing to say. Ja, schreiben wir aber drauf, Leute. Hä, super. Obvious, offensichtlich, but aber true. Auch wahr. So, wir werden unser Zimmer betreten, Leute. Die Gitarre. Home sweet home. Trautes Heim, Glück allein, meine kleine Höhle. Bett, Teddybär. Oh, schauen wir den Teddy mal an. Ahoi, Captain. Ahoi, Kapitän. Wenigstens auf dich kann ich mich verlassen. Als ich deine Aura verschluckt hatte und meine Eltern ins Krankenhaus gebracht wurden, wir sind auf ewig verbunden. Ah ja. Ansehen, Polster. Voll kitschig, aber der Gedanke an den Tagen haben zaubert. Ja, das ist meistens so schnell. Meistens komme ich nicht ganz mit, Leute. Ausschalten. Zack. Einschalten. Zack. Fotos. Ansehen. Die Fotowand zum Gedenken an Max Caulfield. Ansehen, was ist das da? Warren hat mir sogar eine Nachricht zum USB-Stick hinterlassen. So ein Trottel. He's such a goofball. An Max oder alle, die es interessiert, der filmische Inhalt dieses USB-Sticks ist von grausamer, lebensverändernder und kontroverser Natur. Diese Sammlung wurde mit äußerster Sorgfalt und für den anspruchsvollsten Zuschauer heruntergeladen. Ich gratuliere, Sick, dir zu deinem Geschmack und erwarte,
mit Spannung deine Bewertung von Cannibal, Holocaust und Ultra Vixens. Peace, Warren G. Ja. Spiegel. Foto. Aha, okay. Wahnsinn. Schwer zu glauben, dass ich 18 bin. Sehe ich älter aus? Nur gestresster. Ja, nur gestresster. Gitarre spielen, Leute! Wir spielen Gitarre ein bisschen. Leute, das ist ein cooles Lied. Ja, das reicht jetzt auch schon wieder. Ach, Leute, ja, Gitarre gespielt. Super, 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 super. Ein Buch. Ansehen, was ist das für ein Buch? Wie gut, dass Kate mir ihre Ausgabe von Familientreffen geliehen hat. I should have every Bradbury book for myself. Was ist das da unten, Leute? Ansehen. Instant film is Sofortbildfilme so sind jetzt so schwer zu finden now. Und so teuer. But I can't help it. I'm analog, not digital. Okay. DVDs. One day I'll organize eines Tages organisiere ich meine Filmsammlung. One day I'll get an actual HDTV. Eines Tages hole ich mir einen HD-Fernseher. Klebezettel, was ist da? There's my poor das ist mein armer Laptop und bettelt darum, benutzt zu werden. Lesen, was haben wir da? Philip Lorca de Corsia, my man. Ich glaube nicht, dass ich meine Kamera dorthin bringen könnte. Sieh dir das an. Look at that shot. I love ich liebe Julia Camerons viktorianischen Stil, apropos Analogkameras. Oh, ah, Dali, was für ein fantastisches Auge. Er konnte wirklich die Zeit anhalten. Okay. So, wo ist der USB-Stick? Muss wahrscheinlich hier drin sein. Max und Chloe, beste Freunde für immer. Forever. Wer sagt sowas noch? Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. Anrufen und rausfinden, was sie zu sagen hat. Je länger ich warte, desto schlimmer wird es. Idiot. Ja, das brauche ich nicht übersetzen. Okay. Da ist auch nicht der USB-Stick. Ja, ich schalte einmal den Radio an, Leute. Das ist das Lied, was wir vorher gespielt haben. Cartier-Bresson. Das No Hamilton, die größten. Would Man Ray call himself Man Ray sich selbst nennen? Gießen, Pflanze gießen. You are thirsty. Du bist durstig. Ich bin die schlechteste Mutter überhaupt. Hier, trink. Drink up. Das wird Konsequenzen haben. Wenn ich nicht durch eine Suche gucke, dann durch ein Fenster. So, benutzen, Laptop. Ich sehe so armselig aus. Daniel ist so talentiert, ich hoffe, niemand sagt was Blödes, nur weil ich es bin. Ah, Max Caulfield hat er schon raufgestellt. I am so addicted ich bin verrückt nach dieser Seite. Sieh dir diese Schönheiten an. Okay. Ja, diese Fotoapparate. Warren, makes me laugh. Warren bringt mich zum Lachen. Es ist It's nett, nice schon einen Freund like hier gefunden zu haben. Ja.
Max, danke für deine Mail und Kopien der Notizen, Jeffersons Unterricht. Ich werde nicht auf ein... Ja, ist mir wurscht jetzt. Gut, Computer ist abgedreht wieder. So, wo ist jetzt der Stick? Jetzt muss ich wirklich schauen, dass ich den Stick irgendwie hole. Ich lege mich mal hin ein bisschen. Es ist so schön, einfach mal zu entspannen. Der Tag war so bizarr und schien gar nicht aufzuhören. Vielleicht wache ich jetzt auf und stelle fest, dass alles nur ein Traum war. Oder um es mit Poet zu sagen, ein Traum in einem Traum. Schönes Lied, Leute. Jetzt muss ich den USB-Stick suchen. Ich stehe wieder auf. Das wird mir zu langweilig, Leute. Schublade. Schwer zu glauben, dass ich 18 bin. Ich habe Glück, dass meine Eltern mir die Fotografie bis zum Erwachsenenalter ermöglicht. Okay, Happy Birthday, Maxine. Okay. Oh. Ansehen. Mama hat mir eine riesige Box mit Kokos-Schokokeksen geschickt und einen 200-Dollar-Gutschein in der Box versteckt. Sie weiß wirklich, wie sie einen traurigen Geburtstag zum Guten wendet. Ansehen, ich habe ja, nicht gerade die Garderobe einer Prinzessin, aber wen juckt's? Mir gefällt sie. Ja, Leute, wo ist denn jetzt bitte der USB-Stick? Das muss doch irgendwo hier sein, der USB-Stick, Leute. Kunstbücher, Fotos. Das ist das einzige Touristenfoto, das ich von mir an der Space Needle machen habe lassen. Keine Ahnung. Also warte mal kurz. Das war ein tolles Hockeyspiel und ein guter Kampf. Kristen und Fernando waren so besoffen, als sie vom Fremdmoll-Troll hingen. Ja, keine Ahnung. Ja, ist mir egal jetzt. Ich brauche den USB-Stick. Aber den muss ich ja aus dem Klassenraum holen, schätze ich mal. Habe ich den da eh nicht vergessen? Nö, da ist ja nichts mehr. Gehen wir wieder raus. Ich brauche den USB-Stick von meinem Schreibtisch, bevor ich Warren treffe. Ah, wo ist denn der? Der ist doch da drin, oder? Max und Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? Da ist ein Schreibtisch. I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Here's my go-to source for instant photo inspiration. There's my poor laptop that you need to check in. Benutzen. I look so pathetic. Daniel has eye. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Da, wo ist dieser USB-Stick? Looks like Dana left me a little poster. Dana hat mir eine kleine Notiz hinterlassen. Ich habe mir deinen USB-Stick ausgeliehen, um beim Lernen was schauen zu können. Wenn du ihn brauchst, findest du ihn in meinem Zimmer. So. Leute! Great. Super, jetzt muss ich den USB-Stick aus Danas Zimmer holen. Aus Danas Zimmer holen. Da denke ich mir, der USB-Stick ist nicht da. Das muss ich ihm aus Danas Zimmer holen. Was ist? Du bist eingesperrt, Dana. Sag mir die Wahrheit oder verrotte da drin. Was ist da los? Was ist da los? Eine neue Folge von Dramatische Dieben, Blackwells. Sprechen, was ist? Oh ja, Max, ich habe Dana angeschlossen, weil wir okay sind. Was hat sie getan? Was hat sie nicht getan? Dana hat mit meiner Freundin gesextet. Ouch. Ouch, wie hast du es ausgefunden? Was kümmert dich? Wofür fragst du mich eigentlich? Du redest nie, klebst immer nur an deiner Kamera. Deswegen rede ich ja jetzt. Wie lautet mein Nachname? Juliet Mason, Juliet Olsen, Juliet Patson. Juliet Patson. Das war echt traurig. Danke für dein Mitgefühl, Max Caulfield. Übrigens, Juliet Watson. By the way, Juliet... Ah!
Leute, zurückspulen! Hey, Juliet. Oh, yes, Max. Was hat sie Juliet Watson, sei lieb. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. Ich bin geschmeichelt. Ich dachte nicht, dass du meinen Namen überhaupt kennst. Of course I do. Natürlich weiß ich ihn. Hahaha. Danke, ich habe den eingeschlossen, weil sie Zach, meinen Freund, gesextet hat. Zech. Unglaublich. Woher weißt du das? Würde dann das... Woher weißt du das? How do you know? Victoria Chase. Victoria Chase, du kennst sie. You could say könnte that. Man so sagen, aber warum but sollte Dana, Dana auf deinen Freund abgesehen haben? Laut Victoria Dana würde Dana alles tun, um mit deinem Quarterback auszugehen. Laut Victoria? Oha. She saw the sie hat die Nachricht Zachary gesehen und Zachary geht nicht ans Handy. Once sobald Dana es zugibt, kann sie gehen oder fahren direkt zur Hölle. Max, ich schwöre, ich habe nichts getan, aber Victoria bestimmt. Der Beweis ist in ihrem Zimmer. Leave me alone, Max. Get a clue. Kann ich da nicht rein? Ich brauche die Kamera. Dana ist still a cheerleader. Ist im Herzen noch kein Cheerleader. Dana ist still a cheerleader at heart. Was sind da jetzt? Ich sollte diesen sinnlosen Streit beenden können. Ja, eigentlich. Normalerweise ja. Aber wir finden keine Möglichkeit, irgendwie das Ganze zu beenden. Leute. I'm not letting her out until she tells the truth. Ich habe eh das Richtige gesagt, Leute. So, schauen wir mal, ob wir da irgendwas machen können. Muss ich schauen, dass ich wieder zurückspule. Vielleicht kann ich einen anderen. Hey Juliet. Oh yes, Max. Was hat sie getan? Ihr seid Freunde. She's your friend. Friends don't sex with nicht their mit best der besten Freundin. No, probably nein, wahrscheinlich not. Nicht. Wie hast du sie herausgefunden? How did you find out? Why do you dich das? Wofür fragst du mich eigentlich? Why are you even asking me? Du redest nie, gibst nie meine Kamera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Juliet Watson. Juliet Watson. Duh. I'm flattered. Bin geschmeichelt. Ich dachte nicht, dass du meinen Namen überhaupt kennst. My name at all. Of course I do. Natürlich kümmert's mich. Just because I don't talk nur weil ich nicht about, rede, heißt care. Das nicht, dass mich nichts schert. So, how did you find out wie hast du es erfahren? According to Victoria, Dana would do anything. According to Victoria. She saw this. Okay. Ah, super. Also da kann ich jetzt nichts machen, wie es ausschaut. Aber ich brauche diesen Stick, Leute. Looks like nobody won this TV war. There's nothing left but ghosts. At least that's an alarm ist aus diesem Jahrhundert. Schauen wir mal weiter. Victorias Zimmer, Leute. Der Beweis ist in ihrem Zimmer, hat sie ja gesagt, ne? Schauen wir da mal. Ouch. Ouch. Wenigstens geht sie mit ihren Fotos an die Öffentlichkeit. Nicht wie ich. Unlike me. Vielen Dank für das Einreichen des Beitrags in der Croft Galerie. Ja, es ist mir egal jetzt. Ich bin nicht der Leser, Leute. Echt nicht. Kleider. Dior, Givenchy. Mit der Garderobe könnte man auch mein Schulgeld bezahlen. Diese Stiefel sind für den Laufsteg gemacht. Fernseher. That is a tasty plasma. Vielleicht sollte maybe ich wieder einschleichen und Final Fantasy die Mächte in dir gucken. I don't care mir ist egal, was andere says. Sagen. Das ist einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten. Zeitung. Schauen wir mal die Zeitung an, da wird nichts stehen. Ich wette, Victoria hat Juliet nach diesem Artikel auf die Abschussliste gesetzt. Buch ansehen, Flugplatz. Wir schauen mal diesen Laptop. That's real nice, Victoria. Echt nett, Victoria. Und wer hält mich für einen Hipster? And who the hell thinks I'm a hipster? Boom. This boom. Is the das ist die E-Mail, die ich Julia zeigen muss. Now I have to print this jetzt nur schnell ausdrucken und raus hier. So. Lesen. Ausdrucken, Leute.
Wie drücke ich das aus, Leute? E-Mail drucken. Na bitte, machen wir das mal so. Na bitte, wo haben wir da jetzt? Was ist denn das? Tablet, aha. Was ist mit dem Tablet los? Benutzen. Bekommt sie einen 3D-Drucker für ihr Zimmer? Vielleicht sollte ich mich doch ihrer Clique anschließen. Erschaffen Sie Ihre Zukunft. Springen Sie ins 22. Jahrhundert mit dem Zucker 3D-Drucker. Ja, bla bla bla. Nicht so interessant, Leute. So, jetzt auf jeden Fall hier einmal die E-Mail nehmen. Das sollte Juliet wohl überzeugen, dass Dana unschuldig ist. Gut, gehen wir mal mit Julia. Ah, zu Juliet. Oder Julia, ja, keine Ahnung, ja, wurscht. So, Juliet. E-Mail. Juliet, read this. Of course. I'm an asshole. Ich bin eine Flasche. Es tut mir leid, Dana. You are. Das will ich auch hoffen. Du glaubst ernsthaft, ich würde Zachary anbaggern? You really think I'd mess around with Zachary? No. Nein, aber ich werde extrem eifersüchtig. Ich lade dich zum Essen ein. Magst du mich noch? Und du erledigst meine Wäsche. Thanks, Max. Danke, Max. Du bist der Ninja Blackwells. Sehen wir mal, was Zachary und Victoria zu sagen hat. You set me free. Du hast mich befreit. Danke, Warrens USB-Stick ist auf meinem Tisch. Ja, werde ich mir gleich holen, liebe Dana. Mhm. Almost done. Fast geschafft. USB-Stick schnappen und dann zu Warren. Na, da tue ich jetzt nicht herumstirbeln. USB-Stick nehmen. Muss meinen Schatz beschützen, damit Max ihn nie wieder verliert. Okay. Ich sollte ich jetzt da schauen, was auf den USB-Stick drauf ist? Oder darf ich das nicht? Eigentlich geht es mich ja nichts an. Aber Warren ist sein bester Freund. Das heißt, ich werde es lassen. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts Falsches, Leute. Warrens Tagebuch. Das schreibt mir jetzt. Je mehr SMS, desto langsamer auf dem Weg. Bye. Okay, also ich schreibe gerade mit Warren. Meine Kamera ist bereit, bis gleich. 16.23 Uhr. Ja. Je mehr SMS, desto langsamer. Auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, Leute. Warte mal kurz. Was haben wir da? Mama hat auch geschrieben. Max, dein Direktor hat mir eine E-Mail geschickt. Du hättest Märchen über einen Ehrenschüler Blackwells erzählt. Er meinte, das sei eine schwere falsche Anschuldigung. Er sorgt sich, dass du sowas erfindest. Ruf mich asap oder asap an, damit wir darüber reden können. Mama, asap. Ruf mich asap an. Ich schätze mal, das heißt, ruf mich alsbald an. Schätze ich mal. Ne? Warren. Ja. Gut, dann werden wir gehen zu Warren, Wohnheim der Mädchen. Verlassen, Leute. So, dann speichern wir mal, liebe Leute, und beenden diese Folge, meine Damen und Herren. Au, oh, das tat weh. Verdammt, ich spul besser zurück. Was ist... Oh, okay. Warum zurückspulen? Was ist denn da jetzt passiert, Leute? Alyssa! Alyssa, zur Seite! Wenn du darauf bestehst, Max! Oh! Das gefällt mir schon besser. Ich konnte echt jemandem helfen. Das ist hart, wird es Konsequenzen haben. Wahrscheinlich muss ich das Ganze bezahlen. Victoria, Tagebuch, was ist da jetzt? Victoria hat mir geschrieben, hey, bla bla bla, Punkte, Punkte, das sage ich jetzt nicht so laut. Hoffentlich hat dir das Foto gefallen, es war dein letztes. Oh oh, eine Drohung.
Okay. Ja, Leute, dann gehen wir da mal weiter. Ja, ein bisschen machen wir noch, ein paar Minütchen. Gehen wir mal zurück. Zum Parkplatz gehen. Oh! Oh! So don't think ich bin nicht blind, ich sehe alles in Blackwell. Verstehst du, was ich sage? Do you understand what I'm saying? No, and leave Nein, lassen me Sie alone. Mich in Ruhe! Foto machen. Ja, Foto machen, Beweise. Mir nichts vormachen, ich weiß alles, was in dieser Schule vorgeht. Also entscheide dich lieber für eine Seite und schnell. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ah, ja. Jetzt habe ich ein Foto gemacht, jetzt haben wir Beweise. Leute. Hoffe, dir hat die Show gefallen. Danke für gar nichts, Max. Ja, aber ich habe Beweise. Mann, ich hätte mich einmischen sollen. David hat es so übertrieben mit Kate. Ich könnte zurückspulen und etwas anderes versuchen. Nein, Leute. Soll ich mich einmischen oder soll ich mich nicht einmischen? Okay, ich misch mich ein, Leute. Ich misch mich ein, Leute. Weil Foto bringt er gar nichts, weil er hat ja gar nichts gemacht. So don't think I'm blind. Eingreifen. Hey, why don't you hey, warum lassen Sie nicht in Ruhe? Excuse us, entschuldige mal, das ist eine offizielle Campus-Angelegenheit. Entschuldigen Sie, Sie sollten Schüler nicht anschreien oder sie mobben. Hey, hey, niemand mobbt hier irgendwen, ich tue meine Arbeit. Nein, tun Sie nicht. Du bist Teil des Problems, Kleine. Dich merke ich mir. Ja, das ist dieser Koffer. Ja, das ist dieser komische Typ. Den kenne ich ja schon, den kennen wir ja schon von der zweiten Folge oder so. Oh, Max, schätze mal. Max, das war toll. Ich glaube, du hast den Mars gemacht. Ich muss los, aber danke. I have to go, but thank you. It means a lot. Es bedeutet mir sehr viel. Jederzeit, Kate. Gut, Kate, da haben wir jetzt. Fühlte sich heldenhaft an, Kate zu helfen, aber jetzt hat es David Doodle auf mich. David Dickhead is after me. Ja, abgesehen. Sollte ich zurückspulen und mich raushalten? Nein. Nein, machen wir nicht. Wir gehen zum Parkplatz, Leute. Ganz einfach. So ist es. Ja, liebe Leute, dann wird gespeichert. Und ich würde mal vorschlagen, ich beende diese Folge. Ja, sind wir wieder auf dem Campus, liebe Leute, von heute. Und gehen zu diesem Warren, geben ihm den Stick zurück, der hier jetzt auf dem Parkplatz ist. Ja, machen wir auf jeden Fall. Aber in der nächsten Folge, liebe Leute, ich bin froh, dass ich mich eingemischt habe. Ich kann nicht zusehen, wie jemand gemobbt wird. Ist voll okay. Finde ich auch okay. Also, ja, liebe Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst mir bitte ein Like da, abonniert mich, aktiviert die Glocke, bla bla bla, das ganze Prozedere. Ja, und ich sage wie immer, Game Over! Und ciao.